Jo, was geht? Neues Video. Heute begrüße ich euch aus Montenegro. Ich befinde mich tatsächlich schon an Spot Nummer 1. Ein gestrandetes Schiff. Sieht gar nicht mehr so gut aus. Ist schon ein paar Jährchen hier, würde ich sagen. Ich habe es auf Google Maps gefunden. Dachte mir, sieht interessant aus. Schauen wir uns mal an. Und das machen wir jetzt. Man muss auf jeden Fall aufpassen, wo man hier drauf hingreift und reinsteigt. Alles sehr, sehr rostig und wirklich scharfe Kanten. Da ist die Blutvergiftung nicht weit. Ich habe selbst ein bisschen zu viel Paranoia, da ohne Taucherbrille, ohne Lampe reinzugehen. Ich werde auf jeden Fall die GoPro gleich mal reinhalten und nachher nicht wundern, warum ich mit Adiletten unterwegs bin. Hier sind überall Seesterne und ich habe, Profi wie ich bin, mal wieder keine normalen Schuhe dabei. Wie gesagt, jetzt kurzer Einblick in dieses dunkle Ding darunter. Vielleicht seht ihr ja auf der Kamera mehr. Ich bin zurück am Festland. Die kleine Bootserkundungstour ist vorbei. Allzu spektakulär war es nicht. Trotzdem auch mal cool zu sehen. Ich muss sagen, es war mein erstes gestrandetes Boot. Soll tatsächlich aber nicht das letzte gewesen sein. Ich möchte noch nicht zu viel spoilern, aber für mich geht es ja noch nach Griechenland und ich habe da auf Maps was ziemlich Großes gesehen. Das sollte dann ein bisschen krasser werden als das hier. Vielleicht kann man von dem Ding dann sogar springen. Wer weiß, wir werden es höchstwahrscheinlich in ein paar Tagen rausfinden. Das kleine Bötchen hier ist allerdings nicht das einzige, was ich mir auf Maps markiert habe. Hier gibt es noch ein bisschen was anderes. Da schauen wir jetzt als nächstes hin. Haut rein. Ich sag's euch, das Leben ist hart, wenn man nicht die Karte lesen kann. Ich bin einfach drauf losgelaufen zur nächsten Location, habe aber nicht geschaut, wie weit es ist. Nach 15 bis 20 Minuten habe ich mal gedacht, ja, jetzt schau einfach mal, wie weit es noch ist, weil du bist jetzt schon ewig am Laufen. Der nächste Spot ist einfach 2 Kilometer weit weg. Es ist unglaublich anstrengend, in der prallen Sonne hier rumzurennen. Ich denke allerdings, dass ich jetzt schon relativ nah bin, denn ich bin hier in so einem ehemaligen militärischen Bereich reingekommen. Da sollte der besagte Spot eigentlich nicht mehr weit sein. Jetzt gerade befinde ich mich auf so einem kleinen Steg. Hier werde ich mir jetzt eine kleine Abkühlung gönnen, ein paar Sprünge machen. Ich würde sagen, es gibt ein kleines Edit. Let's go. Haut rein. Erfrischende, kleine und feine Runde. Tat echt gut, sich so ein bisschen abzukühlen. Jetzt geht es noch ein paar hundert Meter in die Richtung. Dann haben wir es hoffentlich endlich bald geschafft und vielleicht gibt es dann auch ein bisschen größeren Sprung. Ich melde mich nochmal zurück, denn ich habe was unglaublich Lustiges gefunden. Falls man hier nämlich auf Toilette muss, kein Problem. Hier haben sie extra was hergerichtet. Was ist das denn? Sieht auf jeden Fall witzig aus. Auch die Vorstellung, dass dann da jemand steht und rein macht. Besonders praktisch an dem Ding ist, bei starkem Wellengang gibt es sogar eine Spülung, heißt man braucht kein Klopapier. Die haben sich auch sehr viel Gedanken gemacht, wenn es mal ein bisschen länger dauert, haben sie oben ein Fenster reingemacht, um die Aussicht ein bisschen zu genießen. Hier wird nämlich ein bisschen anders aufs Klo gegangen, man setzt sich nicht einfach hin, man macht im Stehen. Ich demonstriere euch das Ganze mal kurz. Schon kann man die Aussicht genießen. Finde ich persönlich ziemlich lustig. Habt ihr so ein Klo schon mal gesehen? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ja, auch gerne dazu schreiben, wo. Ich finde es super. Tada, da wären wir. 1A U-Boot-Bunker. Ich habe mal wieder einen gefunden. Anders als bei dem, wo ich damals mit Thomas und Max war, sind hier allerdings lauter so komische Netze, Steinfänge aufgestellt worden. Das heißt, rund von ganz oben schon mal nicht möglich. Ich sehe hier allerdings, sieht es recht gut aus. Eigentlich spricht da nichts gegen den Sprung. Wassertiefe auf den ersten Blick auch optimal. Ich werde dennoch kurz reinschauen, mal abtauchen. Auch hier geht es wieder unglaublich weit rein. Allerdings endet das Ganze da hinten einfach mit einer Wand. Da gibt es nicht wirklich was zu sehen. Der kleine Weggefährte da hat mich übrigens angesprungen. Halben Herzinfarkt bekommen, als das Ding auf meinem Fuß gelandet ist. Kurz mal reingekippt und es ist unglaublich tief. Da bräuchte ich nicht mal eine Bombe machen, da kann ich sogar wegwippen. Werde allerdings dennoch eine Bombe machen. Für den Splash, fürs Feeling und um mich auch ein bisschen bemerkbar zu machen, weil hier pacen doch immer wieder Boote rein, da habe ich doch ein bisschen Angst tatsächlich.
Ich muss nur schauen, wie ich hochkomme. Ich habe mir überlegt, hier über diese Schräge hochzugehen. Kann mich theoretisch hier mal festhalten. Muss allerdings aufpassen. Ich habe gerade schon mal gecheckt und das Ding hier dreht sich. Schon ziemlich eklig das Ganze. Ich habe ja auch wenig Platz zum Rumsteigen, aber haut schon hin. Jetzt kommt wieder ein Boot. Ich hoffe, der macht keinen Ärger. Oben angekommen, hier ist so ein bisschen verrosteter Zaun. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass mir nichts reintritt. Double Layout, der nächste Trick. Mal schauen, ob ich den überhaupt rumkriege. Mega cooler Spot, die Höhe ist entspannt, es macht einfach wahnsinnig Spaß. Die Boote, die hier vorbeikommen, die feiern es eigentlich sogar eher. Es sind wirklich oft Familien drauf mit Kindern, die klatschen dann und es macht wirklich einfach wahnsinnig Spaß. Kleines Manko hier ist allerdings, ich habe ihn schon mehrfach aufgeschürft, darf ich euch leider nicht zeigen, wegen Blut. Da macht YouTube immer dicken Stress. Knie blutet, Arme bluten, Finger bluten. Ich weiß gar nicht, wo ich mich aufschürfe, aber irgendwo bleibe ich scheinbar immer hängen. Mit diesen rostigen Dingern hier auch höchstwahrscheinlich nicht das Beste. Ich lasse es gut sein. Ich habe jetzt noch ein paar Sprünge ohne Kamera gemacht, habe aber noch ein paar andere Orte, die ich mir anschauen möchte heute. Deswegen mache ich mich auf dem Rückweg. 2 Kilometer Marsch wird entspannend. Ich bin fix und fertig zurück am Auto. Ihr könnt mir glauben, bei den Temperaturen und Bedingungen, die 2 Kilometer zu laufen, war echt wirklich kräftezehrend. Deswegen haue ich mir schnell einen Schinken-Käse-Toast rein und eine Banane, um einfach wieder ein bisschen Power zu bekommen. Besser. Nach der Stärkung kann es weitergehen. Ich befinde mich schon vorm nächsten Lost Place. Ist auch wieder ein ehemaliges militärisches Gebäude. Ich habe tatsächlich noch einen ziemlich gruselig aussehenden Tunnel gefunden. Sieht auf jeden Fall sehr dunkel da drinnen aus. Ich würde sagen, wir starten direkt mal damit. Es sind so viele Spinnen überall. Hallo? Oh mein Gott, halt das. Wow. Hallo. Junge, weiß ich ja jetzt nicht, ob ich da rein will. Ich glaube, wir fangen doch mit dem Haus an. Oh mein Gott. Ich schaue durchs erste Fenster von der Bude und ich sehe einfach eine Treppe, die wieder, was weiß ich, wie tief runtergeht. Ich glaube allmählich, dass ich Tiefenangst habe, ey. Warum muss es überall runtergehen? Das gibt's ja gar nicht. Vielleicht die Entfernung geht zum Glück doch nicht wirklich weit runter. Ist es auch dann nicht wirklich wert abzuchecken. Treppen nach oben haben wir auch. Ist vielleicht für euch zu Hause schwer nachzuvollziehen, warum ich mir so einscheiße. Aber wenn ihr dann mal alleine in irgendeiner Bude seid, nicht wisst, wer oder was da irgendwo... Oh Mann, schau, ein Falter hat mich erschrocken. Ein Falter, ich bin so sauer. Warum bin ich so schreckhaft? Das kannst du ja keinem erzählen. Keine Ahnung, einfach diese Unwissenheit. Und dann noch ganz alleine, das macht es schon irgendwie ein bisschen unheimlich, sage ich mal. Erdgeschoss abgehakt, war relativ unspektakulär. Ich habe hier mal einen Blick nach oben riskiert. Geht noch ein gutes Stück rauf. Direkt auch ein Loch da oben im Boden. Das heißt, man muss definitiv aufpassen, wo man hinsteigt. Ich hoffe generell, dass das Ding mich überhaupt trägt. Aber ich habe ja ein paar Kilo abgenommen, deswegen sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Auch sehr spannend, diese gewölbten Stufen. Sieht komisch aus tatsächlich. Hier gibt es dann gleich ein bisschen Parkour-Action. Tatsächlich doch nicht so viel Parkour erforderlich wie gedacht. Aber auch hier kein Boden und ja, diese kleine Strecke, da lohnt sich nicht wirklich drüber zu laufen. Man kommt auch nicht weiter hoch. Sehr komisch. Ich dachte, dass man auf jeden Fall zu diesem Bereich kommt, wo das Loch in der Decke war. Meiner Einschätzung nach müssten wir noch ein Stockwerk drunter sein, aber ja, ich sehe zumindest mal keinen Weg hier hoch. Das heißt, wohl oder übel ist dann jetzt wohl der Tunnel dran. Da sehe ich mich tatsächlich immer noch nicht, aber hilft ja leider nichts. Ein bisschen schade eigentlich. Ich habe mich schon auf dem Dach da oben gesehen. Also. Ich bin so sauer. Oh Mann, wenn man das schon hallen hörte, das klingt so räudig da. Pfui. Dann geht's mal rein in die Höhle des Löwen, hoffentlich ohne Löwen. Stirnlampe habe ich dabei, ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet. Der Boden ist auf jeden Fall schon mal nass. Was ist das denn? Boah. Sag mal. Oh mein Gott, geht das weit runter? Also das Loch sieht ja mal absolut bescheuert aus. Es geht so tief runter. Es geht auf jeden Fall auf der anderen Seite auch noch weiter. Ich würde fast sagen, ich schaue erst mal dahinter, bevor ich mir überlege, ob ich da an das Loch runtergehe oder nicht. Also
Immerhin auf der Seite mal gleich der schnelle Ausgang, ähnlich wie beim Reingehen. Also lang bin ich ja nicht reingelaufen. Da bin ich gerade rausgekommen und dann sehe ich die sexy Karre hier. Ich nehme jetzt auch gleich mal 2-3 Steinchen mit. Die werde ich gleich mal den Tunnel runterwerfen, einfach nur um zu schauen, wie lang die fliegen, ob man sie aufschlagen hört und wenn ja, wann. Ich fühle mich richtig unwohl bei dem Ding, also da muss ich jetzt nicht unbedingt runtergehen. Ich würde sagen, lassen wir den ersten Stein mal fliegen. 3, 2, 1. Alter Schwede, habe ich mir in die Hose gemacht, als das Ding aufgeschlagen ist. Das machen wir am besten gleich nochmal. Nächster Stein, wir gehen rein. 3, 2, 1, los. Klang auch irgendwie nass da unten nach dem letzten Stein. Ich muss sagen, mich reizt es wirklich nicht, da runter zu gehen. Dementsprechend werde ich es auch sein lassen. Nehmt es mir nicht übel, Tiefenangst und so kickt mal wieder. Ich habe mal so die Aufnahme angeschaut, ein bisschen nachgezählt. Es müssten so an die 30 Meter sein darunter. Definitiv ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Auch dazu, wer weiß, wie die Leiter da unten in Schuss ist. Deswegen bin ich raus hier. Ich sehe mich da tatsächlich überhaupt nicht drin. Damit war es dann auch schon wieder aus Montenegro. Video allerdings noch nicht vorbei. Ich habe noch eine 6,5-7 Stunden Fahrt vor mir nach Albanien. Ein weiteres Land, in dem ich noch nicht war. Dort habe ich mir einen schönen Wasserfall rausgesucht. Ob der springbar ist und wie es dort ausschaut, sehen wir nach der Fahrt. Let's go. Einen wunderschönen guten Morgen. Guck mal, wen ich gefunden habe. Den Wasserfall. Ich bin gestern Abend noch durchgefahren, bin circa um 8:30, 9:30 angekommen. Habe mich dann gleich schlafen gelegt, heute früh einen Frühstart hingelegt. Es ist noch nicht mal 7 Uhr. Dadurch noch alles menschenleer. Sonst wäre hier definitiv mehr los. Der Wasserfall ist nämlich super easy zu erreichen. Optisch einfach mal wieder eine 10 von 10. Auch die Wasserfarbe. Super klares, erfrischendes Süßwasser. Kann jetzt schon mal vorweg sagen, ist ultra kalt. Ich bin mit den Füßen schon drin gewesen. Sehr, sehr frisch. Ob und was hier Sprünge technisch geht, kann ich euch leider auch noch nicht sagen, denn der Aufstieg hier hinten ist mega steil. Dann ist die Frage, ob es da überhaupt tief genug ist und generell die Landezone einfach sehr, sehr klein. Ich werde allerdings alles probieren, um da zumindest einen Sprung reinzusetzen. Vielleicht sehen wir gleich den einen oder anderen Sprung. Ey, ich krieg sogar einmal mit Neo kalt. Oh mein Gott. Was sagt ihr übrigens zu meiner neuen Taucherbrille? All die 20 Euro. Habe ich mir hier zugelegt, weil ich ja doch ab und zu mal was sehen will unter Wasser. Boah, schon wieder die Hirnfrost. Das ist so kalt, so geisteskrank kalt. So, schön rutschig hier. Ein Wahnsinn, ey. Das ist ein Quatsch, da hochzukommen. Sag mal. Ey, Mann, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wisst ihr, ich bin so nah am Absprung, aber wenn ich den Teil da runter fliege, dann bin ich halt einfach kaputt. Da ist noch kein Wasser drunter. Leider nicht machbar gewesen für mich, nur wenn ich ein krasses Risiko eingegangen wäre. Kann ich euch auch nur zu Hause ans Herz legen. Schaut immer, dass ihr mit Vernunft rangeht an die Sache. Ich meine, ich mache schon oft genug Sachen, die grenzwertig sind. Aber ihr seht, auch ich weiß, wann es mal gut ist. Ganz ohne Sprung möchte ich hier allerdings nicht gehen. Ich werde jetzt von dem kleinen Felsen da noch die ein oder andere Katze runterwerfen. Und dann kann auch ich glücklich von dem Wasserfall hier gehen. Ich bin happy, immerhin noch ein paar Sprünge von einem kleineren Spot gemacht. Ein mega geiles Gefühl, an so einer Location zu springen, auch wenn es nur ein kleiner Sprung war, ganz egal. Für mich geht die Reise weiter, ich habe nur noch wenige Stunden bis nach Griechenland, da habe ich es endlich geschafft. Falls euch das heutige Video gefallen hat, lasst gerne einen dicken Daumen hoch da, schreibt was in die Kommentare, abonniert, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein!